Hey meine Freunde, willkommen zurück am Let's Play am Sonntag zu Siberia. Und wir haben den guten Oscar kennengelernt, einen Automaten mit besonderen Wünschen, wie wir festgestellt haben. Aber mal sehen, ob es jetzt hinhaut. Das funktioniert wohl nicht. Oh. Das war wohl jetzt richtig. So, die sehen zwar aus wie die von vorhin, aber okay. Ich gehe mal ganz kurz runter, dann zeige ich euch, wie man darauf kommen kann, welches Holz man wirklich nutzt. Wenn man jetzt hier auf die Notizen geht, die Dokumente, und geht hier in die Broschüre, geht eine Seite weiter, wird man hier darauf hingewiesen. Madagaskar Ebenholz. Da hat man auch die Farbe hier. So. Und ich hoffe mal, das sind jetzt diesmal die richtigen. Müssen wir ja da lang gehen. Da. Da sind die Schuhe, die Füße. Jetzt bin ich mal gespannt, wie wir die Arme machen müssen. Ob er sich selber holt. Füße, Oscar. Ich hoffe, ich habe mich nicht geirrt. Es ist Ihnen gelungen, zweimal das Modell XZ2005-B herzustellen, Kate Walker. Wieso hat denn der schon Hände? Hocherfreut, Kate Walker. Sie stehen Ihnen ausgezeichnet. Sehr freundlich von Ihnen, Kate Walker. Doch jetzt muss ich mich leider von Ihnen verabschieden. Wo gehen Sie hin? Ich muss mich zur Lokomotive begeben. Die Abfahrt steht kurz bevor. Ja, dann wollen wir doch sowieso mit. Ich würde mal sagen, hinterher. Let's go. Darf ja nicht ohne uns abfahren.
Geh, Alter, jetzt beweg dich doch mal, Mädel. Wenn ich das so immer so sage. Meine Funktion untersagt mir jede Vertraulichkeit, Kate Walker. Auch wenn Sie mein erster und einziger Fahrgast sind. Ich? Ihr Fahrgast? Ja, Sie, Kate Walker. Haben Sie mich nicht mit diesem Ziel fertiggestellt? Wenn Sie das sagen? Ja, machen wir Mission mal. Also, ich glaube, ich bin fürs Abenteuer bereit. Wir können losfahren, Oscar. Ihre Fahrkarte, bitte. Meine Fahrkarte? Was meinen Sie damit? Kate Walker, die Bestimmungen sind eindeutig. Jeder Fahrgast benötigt eine Fahrkarte. Nun gut. Und wo kann ich mir diese Fahrkarte besorgen? Die einzige Person, die befugt ist, Fahrkarten auszustellen, ist der Schalterbeamte. Sie haben Glück. Sein Schalter dürfte um diese Uhrzeit geöffnet sein. Beeilen Sie sich. Oi, ernsthaft? Ja, okay, das ist der Schalter links wahrscheinlich gewesen. Ist doch aus. Okay. Ja, witzig. Sie? Sie wünschen, bitte? Aber Oscar, ich bin es doch. Kate Walker. In der Tat, Ihr Name ist Kate Walker. Okay, Mission. Sie wünschen, Kate Walker? Eine Zugfahrkarte. Oder verkaufen Sie sonst noch was? Die einzige Funktion dieses Schalters ist die Ausgabe von Fahrkarten. Würden Sie bitte schnell machen, der Schalter schließt in genau 3 Minuten. Sie wünschen? Na, eben eine Fahrkarte. Nur eine? Ja. Eine Fahrkarte. Sehr gut. Und wohin bitte? Woher soll ich das denn wissen? Sie haben mir doch gesagt, ich sollte eine Fahrkarte kaufen. Eine Fahrkarte also, um wegzufahren. Fahrkarte, mit der man mit mechanischen Eisenbahn abfahrt von Valdelin. Diese Fahrkarte ist für eine Person gültig und muss jeder Person, die Befugnisse im Bereich der mechanischen Eisenbahn hat, vorgezeigt werden. Okay. Genehmigung über die Gesamtheit oder Teil des beweglichen und unbeweglichen Vermögens einer Erbmaß zur Verfügung. Erbschaft voller Berg. Beschreibung Objekts, eine Lokomotive mit mechanischen Antrieb, Wagon und sonstige Elemente sowie dem Lokomotivführer. Das vorliegende Dokument, das den Stempel der zum stempelnden befugten Instanz aufzuweisen muss, ermöglicht den Träger dieses Dokuments frei über die oberen genannten Objekte zu verfügen. Okay. Hier, bitte. Verlieren Sie sie nicht. Dieser Schalter ist nicht befugt, Ersatzfahrkarten auszustellen. Dies gilt auch für das beiliegende Dokument. Um was handelt es sich? Die Abfahrerlaubnis für den Zug aus Valadilen. Der Kontrolleur kann diese später verlangen. Aber Sie sind doch der... Achtung! Der Schalter wird jetzt ordnungsgemäß schließen. Alles klar. Da wieder zurück. Kate, ich bin schon wieder. Oh, Dan, ich wollte dich gerade anrufen. Na klar. Bist du sauer? Ich habe gerade bei Marson und Lormond angerufen. Sie haben mir gesagt, dass du voraussichtlich noch nicht diese Woche wiederkommst. Nun ja. Und? Wann gedenkst du zurückzukommen? Das weiß ich nicht und das hängt auch nicht von mir ab. Die Situation ist ziemlich komplex, weißt du? Anfang nächster Woche wahrscheinlich. Ach ja, mal sehen. Denn hab doch ein bisschen Geduld. Hier geht es um mehr, als ich dachte. Und du weißt doch, wie viel mir an diesem Auftrag liegt. Ich denke mal, es ist dir egal, dass die Goldbergs vorhaben. Ja, das heißt nein. Denn es ist jetzt wirklich nicht der richtige Zeitpunkt. Ich denke an dich. Ich liebe dich, mein Schatz. Ich rufe wieder an. Versprochen.
Ich muss jetzt auflegen, sonst verpasse ich meinen Zug. Einen Zug? Wo fährst du denn jetzt noch hin? Das ist doch verrückt, Kate. Ehrlich gesagt weiß ich das auch nicht genau. Ich liebe dich, Dan. Kate! Mit was für einer Ich mag so arrogante Leute eigentlich überhaupt gar nicht. Ich bin es noch einmal. Guten Tag, Kate Walker. Warum fahren wir nicht ab, Oscar? Die Bestimmungen sind eindeutig. Ich warte auf Ihre Fahrkarte, Kate Walker. Nicht, dass mir unsere Unterhaltung lang... Auch ich hab... Hä, wo ist denn meine Fuck? Hä? Ein bisschen stutzig. Hier, Oscar. Können wir jetzt abfahren? Ich kann die Fahrkarte momentan nicht annehmen, Kate Walker. Behalten Sie sie. Und warum wollen Sie meine Fahrkarte nicht? Kate Walker, ich halte mich streng an die Vorschriften. Es sind noch nicht alle Bedingungen zur Abfahrt erfüllt. Ich muss die Abfahrerlaubnis genehmigen lassen. Was können Sie pingelig sein, mein lieber Oscar? Ich bin es noch einmal. Guten Tag. Warum fahren wir nicht ab, Oscar? Die Bestimmungen sind eindeutig. Ich warte auf Ihre Fahrkarte, Kate Walker. Nicht, dass... Auch ich... Der will mich doch jetzt für Holy People, oder? Die Abfahrerlaubnis für den Zug. Sie ist nicht unterzeichnet, Kate Walker. Oscar, jetzt übertreiben Sie aber. Sie haben sie mir doch selbst gegeben. Gehört Ihnen dieser Zug? Nein. Dann können Sie Valedilin auch nicht ohne die Erlaubnis des Eigentümers verlassen? Es dürfte schwierig sein, die verstorbene Frau Vorarlberg um ihr Einverständnis zu bitten. In diesem Fall reicht der Stempel des gesetzlichen Vertreters aus. Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie sich beeilen würden, Kate Walker. Die Abfahrt steht unmittelbar bevor und ich muss die Pünktlichkeit garantieren. So. Ich habe euch ein bisschen Laufweg jetzt erspart. Ich habe ein bisschen recherchiert und ich weiß, wo ich rein muss. Und zwar hier an der Kirche. Kirche? Und los geht's. Weil wir brauchen ja den Stempel von der Vorbesitzerin. Ein kleines Problem, Herr Marson. Was denn für ein Problem? Ich bitte Sie, Kate. Nun rücken Sie schon raus damit. Es gibt da vielleicht einen Erben. Was? Hans, der Bruder von Anna Vorarlberg. Es scheint, als würde er noch leben. Wir können die Fabrik nicht ohne sein Einverständnis kaufen. Was erzählen Sie da? Wo soll denn dieser Bruder auf einmal herkommen? Und wo ist er? Was sagt denn der Notar dazu? Nichts. Das heißt, nichts, was uns helfen könnte. Wissen Sie, ein merkwürdiges Land ist das hier. Komische Leute und erstaunliche Dinge. Ich verstehe das alles noch nicht richtig. Ich muss noch ein paar Nachforschungen anstellen. Hören Sie zu, Kate. Universal Toys ist einer unserer wichtigsten Kunden. Also, merkwürdig oder nicht, Sie kehren erst dann nach New York zurück, wenn die Angelegenheit geregelt ist. Ist das klar? Ja, Herr Marson. Sie können sich auf mich verlassen. Ich... Mist. Hat er aufgelegt, ha? Okay, ich könnte jetzt da lang und da lang. Ich gehe erstmal da lang. Und jetzt kann ich hier aber hier nichts Großartiges machen, oder? Schöner Friedhof auf jeden Fall. Nö, ich kann hier nichts machen. Was ist, wenn ich hier lang gehe? Ach, Kate, du mit deinem gemütlich gehen immer.
Hier kann ich wohl nicht lang. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich noch was machen. Aber das wird wahrscheinlich Vollertberg sein. Da so ein Automat oben drauf hockt. Gehen wir mal in die Kirche rein. Das bringt nichts. Es ist verriegelt. Okay, hier brauchen wir jetzt die Zahnräder. Okay, eine Kirche mit Fahrstuhl. Okay. Interessant. Was kann ich jetzt hier machen? Oi, ernsthaft? Da fehlt ein Teil. Ja, Musik wird noch lauter. Hast schon recht. Also können wir da noch nichts machen. Aber wenigstens sind wir die Zahnräder los. Mal sehen. Jetzt haben wir bloß noch einen Tintenfass. In der Kirche können wir nicht rein. Hat 10, hat sie es auch gange. Wir müssen ja trotzdem noch mal irgendwie in die Kirche irgendwie rein. Vielleicht da hinten? Da könnte es reingehen. Hoffe ich mal. Ja, Gott sei Dank, da geht's wenigstens rein. Schöner Raum auf jeden Fall. Okay, was haben wir denn hier? Ich kann's nicht öffnen. Das Teil hier klemmt. Wahrscheinlich brauchen wir Öl? Oder Tinte? Nee. Geht nicht. Also das klemmt, ich kann hier nichts machen. Hier funktioniert es nicht. Was ist da am Kreuz? Wir haben einen Schlüssel. Und das Kreuz zurückschieben tun wir nicht. Okay. Vielleicht ist der Schlüssel für den anderen Eingang. Das bringt nichts. Das bringt nichts. Okay, dann gehen wir wieder anders lang. Aber ich habe nicht an den Grab, ich habe da kein Schlüsselloch gefunden oder sowas. Gehen wir wieder nach vorne. Ich glaube, wir brauchen für den Automaten da oben an der Kirchturm was anderes als einen Schlüssel.
Und bitte jetzt nicht wieder abschmieren. Das bringt nichts. Oh, bitte nicht abschmieren. Ja gut, aber wofür ist der Schlüssel dann gut? Ist der fürs Grab zuständig oder was? Kann ich mir jetzt zwar nicht vorstellen. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Hier ist nichts mit Schlüsselloch und so. Wo war denn was abgeschlossen? So, es war doch da hinten mit dem Schlüssel. Also gehen wir mal da weiter hinter. Und zwar das Bücherregal. Das hier. Schaut mal, da ist ein Schlüsselloch. Eine Lochkarte. Noch eine Lochkarte. Hier können wir nichts mitnehmen. Ich glaube, das war's an Charles. Das Teil hier klemmt. Jetzt haben wir Lochkarten grün, rot, blau und lila. Ah, ich weiß, wofür die Lochkarten sind. Das ist für den Typ Fahrstuhl, für den Automaten oben im Glockenturm. Jetzt ist nur die Frage, welche Farbenreihenfolge brauchen wir? Gibt es da irgendwie in den Dokumenten einen Hinweis? Nö, da gibt's keinen Hinweis. Weil es kann ja nur so gemeint sein, dass er hier die Lochkarten haben will. Ja, das war schon mal die falsche. Ja, das war auch die falsche. Das war wahrscheinlich richtig.
Diese Lochkarten brauche ich nicht mehr. Okay, dann haben wir das erledigt. Nicht gut. Aber jetzt brauchen wir wahrscheinlich den Schlüssel. Aber woher nehmen und nicht stehlen? Ich glaube nicht, dass wir den da gerade dabei haben. Aber wo kriegen wir den? Das ist die Frage der Fragen. So, nochmal zur Kirche zurück. Wir haben uns ja gewundert, warum das hier so klemmt. Und schaut mal, was da hinten rauslinst. Das habt ihr wahrscheinlich schon gesehen und euch wahrscheinlich an den Kopf gefasst und gesagt, oh Gott, ist der blind, der Oli. Ja, so kriegt man das auf. Und da ist noch ein Brief drin. Kann ich es irgendwie leserlich machen? Nee, geht schon so. An meinen Nachfolger, der Pfarrer der Gemeinde Valdarini. Das Beichtgeheimnis ist ein Gelübde, das wir niemals brechen dürfen. Sie werden daher verstehen, dass dieses Schreiben die Frucht langer und schwieriger Überlegungen ist. An einem Tag im März 1938 klopfte Rudolf Wollerberg an meine Tür. Ich war damals ein noch sehr junger Pfarrer und höchst beeindruckt von der Persönlichkeit des wichtigsten Mannes unseres kleinen Stadt Valdarin. Ein Regentag, ich erinnere mich nicht genau. Er war völlig durchnässt auf seinem Gesicht, der Ausdruck unendlichen Leids. Er verkündete mit zusammengepressten Zähnen, die Augen voll vor Schmerz, dass sein Sohn Hans soeben gestorben sei, und ich bat mich diesen sofort zum Segnen. Als ich das abdunkelte Wohnzimmer des Vollerbergschen Hauses betrat, stand dort der Sarg des jungen Hans in der Mitte des Raumes. Er war verschlossen. Herr Vollerberg erklärte mir, er wünschte nicht, dass man den Leichnam seines Sohnes, der in Stücke zerrissen an Fuß eines Abgrunds aufgefunden wurde, sehe. Ein Unfall, vermutlich darauf zurückzuführen, dass Hans Vollerberg trotz seiner 18 Jahre nicht im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte war. Nur ein gemeiner Kerl. Ich habe ihm geglaubt, ich habe die Messe zelebriert und zelebriert und Hans Vollerberg mit dem Respekt beigesetzt, der dieser Tragödie angemessen war. Gottes Wege sind unergründlich. Und ich hätte diesen Vorfall auch sicherlich schon längst vergessen, aber einige Jahre später, lange nach dem Tod ihres Vaters, hatte Anna Vollerberg einen Unfall in der Manufaktur, der ihr fast das Leben gekostet hätte. War es die Tatsache, dass sie dem Tod nur knapp entkommen war? Auf jeden Fall hatte Anna das Bedürfnis zu beichten, und in diesem Beichte sollte ich erfahren, was mir seitdem keine Ruhe mehr lässt. Der Körper ihres Bruders Hans ruhte nicht im Familiengrab. Hans lebte. Ich hatte einen leeren Sarg gesegnet. Ich selbst war Teil einer finsteren und irrsinnigen Spiels Rudolfs Vollerbergs, missbraucht von einem Mann, der den Tod seines Sohnes vorspielte, da er dieses Weggehen als Verrat betrachtete. Was war ich für ein Pfarrer? Was konnte ich nach allem noch für ein Pfarrer sein? Der Herr mag mir vergeben, er ist mein alleiniger Richter, und ein besserer Pfarrer zu sein, als ich es war, müssen Sie jedoch wissen, dass eine Ihrer Seelen fehlt. Ich bin mir darüber im Klaren, dass ich jetzt Sie mit diesem schrecklichen Geheimnis belaste. Sie werden daraus machen, was Sie für richtig halten. Leon Bonnet, Pfarrer. Okay. Interessant. So, jetzt haben wir ja den Schlüssel. Und ihr wundert euch wahrscheinlich, warum ich so oft speichere. Das hat folgenden Grund. Falls ich mal in den Spielen nicht weiterkommen sollte, habe ich einen Walkthrough auf meinem YouTube. Und
Schau dir nach und ich habe ja schon mal erklärt, wenn man aus dem Spiel raustappt und wieder reintappt, dann passieren Glitches und Bugs und Grafikfehler und Schlimmeres. Man muss immer bedenken, das Spiel ist 22 Jahre alt und nicht mehr das jüngste. Und war damals so Windows 95, 98, Windows XP Zeiten. Nicht Windows 10. Ja, ja, das böse, böse Windows 10. Und das böse, böse Windows 11. Und ich werde nie in meinem Leben Windows 11 nutzen, ganz ehrlich. Jetzt bin ich gespannt. Oha. Ich sag immer wieder, Kate hat einen süßen Knackarsch. Die Hose ist viel zu eng. Hans Vollerberg, da mal das Grab zum Beispiel. Klemmt wahrscheinlich, oder? Ein bisschen makaber, so einfach das Grab rauszuziehen. Was ist hier? Tödlicher Sturz auf der Alm. Ein schwerer Schicksalsschlag traf gestern die Familie Vorarlberg. Der leblose Körper des 18-jährigen Hans Vollerberg wurde von seinem Vater am Fuß eines Abgrundes gefunden. Der morgendliche Nebel und die rutschigen Felsen waren zweifelsohne der Grund für den tödlichen Sturz des jungen Mannes. Diese Ansicht ist auch die Familie Augenzeugen des Unglücks gibt es nicht bereits. Vor etwa nach 8 Jahren wurde Hans bei einem Sturz in die Gebirge schwer verletzt und hatte sich nie völlig von seinen Verletzungen erholt. So war es auch für niemanden ein Geheimnis, dass der seit seinem Unfall verschlossene und in sich gekehrte junge Mann, der spät einmal den Manufaktur Vollerberg übernehmen sollte, nicht mehr im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte war. Im Namen der gesamten Redaktion möchten wir hiermit den Angehörigen Herrn Vollerberg und seiner Tochter Anna, die heute alleinige Erbe der Automaten von Manufaktur ist, unser aufrichtiges Beileid aussprechen. Und schon wieder eine Musikweize, okay. Und alles andere kann ich mir nicht anschauen hier. Anna Vollerberg ist hier drüber. Das ist jetzt eine Musikweize, die ich bekommen habe, oder? Was haben wir jetzt bekommen? Eine Musikweize. Mandalin. Und wo soll ich die einsetzen? Wahrscheinlich im Zug? Vermute ich mal. Ich wüsste jetzt mich nicht sonst wo, wo wir da eine Weize anbringen könnten. Meine erste Vermutung wäre der Zug. Ich spare euch mal so, den Weg. Ihr wundert euch jetzt wahrscheinlich, warum ich hier bin. Ich habe nur mal ganz kurz in den Wolkenwurf geschaut. Die Weite muss hier rein. Hans, wo hattest du dich denn bloß versteckt? Wir müssen nach Hause. Es ist schon spät. Anna, da hinten. Was denn da hinten? Hans, komm, wir müssen gehen. Das ist ein Geheimnis. Du musst mir schwören. Na gut, ich schwöre ja schon. Ich, Anna Vorarlberg, schwöre meinem Bruder Hans, niemandem zu erzählen. Da hinten ist es. Guck. Aber da drin ist es ja völlig dunkel. Ich habe eine Lampe aus der Fabrik mitgenommen. Keine Angst. Ach, typisch Mädchen. Warte nur ab, bis Vater merkt, dass du die Lampe gestohlen hast. So, und wegen dir bin ich jetzt voller Schlamm. Sieh nur, Anna. Schau. Ich habe solche Malereien schon mal in einem Buch gesehen. Das du hast geschworen, nicht wahr? Das ist unser Geheimnis. Guck mal, da oben ist etwas. Oh, jetzt reicht's aber. Sieht aus wie ein...
kein Spielzeug. Ich will es. Ich muss dahin. Leuchte mir. Hans, das ist doch viel zu hoch. Sei vorsichtig, Hans. Hans, vorsichtig. Ah! Mein Bruder lag viele Wochen im Koma. Als er dann endlich eines Morgens die Augen aufmachte, wusste ich, dass er nicht mehr so sein würde wie früher. Wir sind nie wieder in diese Höhle zurückgekehrt. Und bis heute habe ich unser Geheimnis bewahrt. Okay, da ist was aufgegangen. Okay, soll ich das jetzt zum Zug bringen wahrscheinlich, oder? Ich vermute mal, ich weiß nicht, ob hier ist hier irgendwie Stempel? Aber hier stempeln kann ich nichts. Beim Autor oder wie es hieß. Genau, vielleicht müssen wir dahin. Wir haben ja jetzt Tinte und ein Dokument. Aber wir gehen jetzt mal aus der lauten Fabrik raus. So, meine Lieben, ich würde mal sagen, das war's für diese Folge. Seid gespannt, wie es weitergeht mit der lieben Kate Walker, dem guten Oscar und ob wir auch den guten Hans Vollerberg finden. Bis dahin und noch einen schönen Sonntag und einen guten Start in die neue Woche bei Let's Play Siberia.